Stierer war kein Rockstar, noch kein Kindermusiker. Hab ich ja nicht vor. Der Mond ist aufgegangen. Ja. Mach mich hier mal ein bisschen zurecht hier. Wer schneidet eigentlich unsere Sendung? Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn eigentlich der letzte Ausschnitt letzte Woche geblieben? Weißt du, das liegt da, dass ich zu wenig Zeit hatte. Beziehungsweise ich war gestresst und hatte im Zuge dessen ist mir dann nachts um 3 eingefallen. Nachdem ich dann, ich wurde davon wach, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich irgendwann feierst. Aber dann ging es mir bing. Bist aufgeschreckt aus dem Traum. Um 3 Uhr nachts wollte ich dann nicht mehr sagen, ich setze mich nochmal ran und mache das jetzt nochmal eine Stunde. Dann hätten wir keine pünktliche Sendung gehabt. Ja, ich glaube auch. Und damit, das war das gute Stichwort. Und das ist nämlich diese Sendung, die ihr seht. Ja, Folge 3 der Corona-Woche. Ja, stimmt. Ja. Folge 3 hier draußen. Erstmal ist es die 170. Ausgabe. Das ist die keine Woche-Show! Ja, oder wollen wir es umbenennen? Keine Corona-Show. Noch ist es ja. Noch ist es keine Corona-Show. Ja, dankbarerweise. Und es ist die erste im April. Ja. Und wir fangen mal wieder mit den Zahlen an. Bevor wir den anderen Themen, dann die großen Themen dieser Woche abarbeiten. Stand von Freitagabend und wir fangen jetzt mal mit den einheimischen Zahlen an. Wir sind ja hier in Oberhavel und wir haben hier 126 Infizierte, davon sind 79 in häuslicher Quarantäne, es sind 19 stationär aufgenommen und es gibt 2 Tote. Am Freitagnachmittag kam die Meldung, dass es einen weiteren Toten aus Hennigsdorf gibt, der in einer Berliner Klinik verstorben ist und längere Vorerkrankung hatte, 65 Jahre alt. 24 sind geheilt. Die meisten Erkrankungen in Oberhavel gibt es in Hohenneuendorf mit 22 und dann kommen schon Hennigsdorf und Oranienburg mit jeweils 20. Kremmen und Fürstenberg sind weiter die Orte, die noch keine Corona-Erkrankung haben. Wie heißt es so schön bei den Galliern? Das sperrische Dorf oder irgendwie das einsame Dorf ohne Corona. Ja, und dann gibt es ja immer noch die YouTube-Seite, wo immer live gezeigt wird, wie denn der Stand der Dinge ist. Die Coronavirus-Pandemie, der Realtime-Counter, zeigen wir jetzt auch mal. Wieder. Auch ein bisschen länger. Lassen wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Also es ist tatsächlich so der Stand Freitagabend und es hat sich, kann man sicherlich davon ausgehen, weil ich habe das es ist jetzt hier so 18.15 Uhr und ich habe die erste Liste, habe ich so um 15 Uhr. Und in diesen 3 Stunden, wo ich dann nochmal geguckt habe, hat sich unglaublich viel nochmal verändert. Alleine die USA, die haben innerhalb von 3 Stunden einen Sprung gemacht von 20.000 Leuten, die betroffen sind. Oha. Die sind jetzt bei 260.000, 6.100 Toten, aber 10.400 Geheilten. Dann ist jetzt Spanien auf dem 2. Platz, da scheint es jetzt auch richtig loszugehen mit 118.000 Betroffenen, 11.000 Toten und 31.000 Geheilten. Dann kommt Italien mit 116.000, aber eben über 14.000 Toten. Deutschland ist inzwischen auch über 1.000 Tote. Am Freitagabend waren es 1.222. 90.000 Betroffene, es wird garantiert am Sonntag weit über 100.000 dann schon sein. Aber eben auch 26.000 Geheilte. Und spannend ist tatsächlich der Blick nach China. Ja. Da sind es nämlich 61.600, 3.300 Tote, aber fast 77.000 Geheilte. Also da gibt es vielleicht gerade mal noch so 2.000, 3.000, die überhaupt gerade jetzt noch das Virus haben. Das ist krass, wenn man überlegt, dass der erste irgendwie Ende Dezember war. Ja. Und jetzt sind fast ausgeheilt, aber tendiert ja dahin. Naja, ausgeheilt heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht. Also es kommen ja immer noch Welle 2, Welle 3 und wie auch immer. Also ja, Welle Wahnsinn. Ja. Da ich mal glückliches, schönes zwischendurch mal reinhauen. Bitte. Hansi Flick bleibt Bayern-Trainer bis Juni 2023. Ja! Das ist ja wirklich spannend. Das wollte ich jetzt mal zwischenwerfen. Das ist eine Einmeldung gewesen heute. Das ist ja wirklich extrem spannend. Ja, wieso? Ist ein guter Trainer mittlerweile. Aus dem Schatten von Jogi Löw ausgetreten. Ich habe ja, also wir haben übrigens eine Rückmeldung bekommen auf den Einspieler, der nicht kam. Ja. Und zwar ist, was ich nicht wusste, dieses Der Mond ist aufgegangen. Das ist von der Kirche. Also das hat die Kirche in Deutschland, hat das quasi angeregt, dass alle um 19 Uhr immer auf dem Balkon oder auf die Terrasse und Der Mond ist aufgegangen spielen sollen. Machst du da mit?
Nicht so. Na, aber ihr könnt euch ja als Familie draußen hinstellen und singen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht so der Sänger. Was ich diese Woche... Kannst du ja mal mitmachen. Ich bin ja nicht kirchlich. Ach so. Und was ich diese Woche auch gelernt habe, ist, dass ich offenbar doch euch besuchen darf. Ja, also privaten darfst du, glaube ich... Nur einer. Ja, warte als mal. Alleine darf ich kommen, ich durfte aber nicht noch jemanden mitbringen. Wobei, ich habe irgendwie gelesen, wenn ich das jetzt gleich finde. Das ist in Berlin ja schon wieder anders. Genau. Wir sind ja hier in Brandenburg, ne? Das ist total krass. Hast du denn auch jetzt die Bußgelder dir mal angeguckt? Nee. Den Corona-Bußgeldkatalog, den blenden wir natürlich jetzt gleich ein. Bitte. Wenn ich es nicht vergesse. Ohne triftigen Grund draußen zu sein. Das spricht weiter. 50 bis 500 Euro. Teilnahme an Versammlungen. 50 bis 500 Euro. Was machst du denn da? Mach weiter. Beherbergen von Touristen. 1000 bis 10.000 Euro. Was machst du denn da? Kneipe, Geschäft geöffnet. 1000 bis 10.000 Euro. Und der Knaller ist, Altenheim, Krankenhaus besuchen. Auch bis 1000 Euro. Das ist schon ordentlich. Ja? Das ist ja nur für Brandenburg. Berlin hat schon wieder komplett andere Zahlen. Ja. Das ist irgendwie krass. Dass man das auch nicht irgendwie einheitlich bekommt, die ganze. Ja, spannend ist ja jetzt, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also erstens ist es jetzt so, dass das Kontaktverbot jetzt bis 19. April gilt. Heißt, Ostern fällt mehr oder weniger aus. Ich meine, dass es keine Osterfeuer geben wird, stand schon länger fest. Dass es keine Gottesdienste geben wird. Es wird eigentlich keine... Irgendwie riecht es hier komisch. Hä? Hab ich irgendwie in Scheiße getreten, oder... Hier irgendwie gerade ganz komisch. Naja, lassen wir uns jetzt hier nicht aus einem Tritt bringen. Ja. Ja, Ostern fällt flach, ja. Weil man darf sich auch nicht besuchen, sei es großartig besuchen. Es gibt keine großartigen Osterfeiern, Familienfeiern oder sonstiges. Ja. Also da ist alles gelaufen und ja, es wird eigentlich ein trauriges Osterfest. Es sei denn, man schafft es natürlich, sich über die neuen Medien jetzt so zusammenzuschließen, dass man das alles hinkriegt. Ja. Ja, das ist natürlich. Dass man trotzdem irgendwie zusammen feiern kann. Ja, man kann ja zum Beispiel, Großeltern freuen sich ja immer, wenn die Kinder und die Enkelkinder kamen zum Ostereier suchen und das fällt dann natürlich jetzt wirklich flach. Oder Eiertrudel, was das nicht alles für Traditionen da gibt. Ja. Dann es gab wieder diverse Absagen. Wimbledon komplett abgesagt, Tennisturnier. Ja, war ja irgendwo. Diverse andere Tennisturniere auch abgesagt. French Open verschoben erstmal. Bundesliga ist erstmal noch weiterhin pausiert, also beziehungsweise Fußball generell in Deutschland. Olympia ein Jahr verschoben. Wie soll es denn eigentlich? Also Bundesliga, ja? Also da ist ja jetzt erstmal bis Ende April. Ja. Wie soll es weitergehen aus deiner Sicht? Also eigentlich kannst du doch komplett die Saison knicken. Also da jemanden als den Titel zu geben, ist glaube ich nicht ganz so wichtig. Also sollst du einfach keiner absteigen, keiner aufsteigen und ganz bei null nächste Saison anfangen. Also quasi nochmal von vorne anfangen. Nee, nicht von vorne weiterlaufen lassen. Also das Ding einfach annullieren, so wie es jetzt ist. Das ist ja auch eine Geldsache denn. Wie willst du das machen, dass der nächstes Jahr denn, wer spielt dann nächstes Jahr wieder international, wer spielt Champions League, wer spielt UEFA-Pokal, wer spielt. Na, die sag ich ja einfach bei null wieder von vorne anfangen. Ja, wo willst du bei null anfangen? Na, am Saisonstart. Ja, könnte man machen, ja. Im letzten Saisonstart, ja. Aber wer sagt denn, dass es im August. Wäre dann der Saisonstart, dass es im August weitergehen kann? Ja, das ist die nächste Frage. Also Sie reden ja schon davon, dass man jetzt weiterhin bei Geisterspiele spielen sollte. Wobei ich weiß ja, wofür machst du den Fußball eigentlich? Für die da was verdienen dran, also die Sponsoren und Medienmenschen, oder machst du das wirklich für die Leute, die da hingehen und sich das Spiel angucken? Und sich halt ein Geisterspiel angucken, ist irgendwie nicht ganz so spannend. Dann siehst du auch, du kannst dir ein Trainingsspiel angucken. Also. Ja, naja, das ist ja immer so dieses einerseits, andererseits. Einerseits stimme ich dir da voll zu, aber andererseits geht es natürlich auch um wahnsinnig viel Geld. Viel Geld, ja. Und das ist ja jetzt nicht nur, dass man jetzt sagt, ja, der reiche Bayern München ist doch völlig egal. Aber nee, also, es sind ja Existenz. Ja, ja. Und wenn dann halt diese ganzen Spiele nicht gezeigt und auch nicht, also nicht ausgetragen und nicht gezeigt werden können, gehen denen ja wirklich Millionen verloren. Und also da, ich finde, da macht man sich auch immer ein bisschen einfach. Ja, die Gesundheit geht natürlich vor, aber ich meine, wenn man... Im Endeffekt ist das gleiche wie im Einzelhandel. Ja. Es ist genau gleich. Also die armen kleinen Friseursalons, die sind ja auch am A und wissen nicht, wie es weitergeht. Und im Endeffekt ist das bloß eine Nummer größer. Und die ganzen kleinen Dorfvereine, die sind alle vom Ausland. Also wie gesagt, wie man das macht, macht man es nicht richtig. Ja.
egal wie man es meint. Jetzt habe ich euch jetzt gerne gestern einen Monitor gesehen und haben sie natürlich gleich wieder rumgehackt über auf die Milliardenpakete, was Olaf Scholz geschnürt hat, was man halt jetzt Leute, die da Gelder bekommen. Und dann ging es gleich wieder in die Kerbe und haben gesagt, ja, aber die Arbeitslosen, die Obdachlosen, die bleiben ja jetzt total außen vor und die armen Leute, die sind ja irgendwie auch da reingerutscht irgendwo. Aber das fand ich viel schade, dass man gleich, das ist ein riesiges Geldpaket, was da geschnürt wurde und wirklich eine Menge Geld, was da fließt und was wirklich Positives für viele Einzelne. Natürlich gibt es auch welche, die da runterfallen. Ist leider in unserer heutigen Gesellschaft leider. Man muss ja das auch mal so sehen, wenn man jetzt dieses Rettungspaket nicht macht, dann haben wir dann vielleicht Millionen Obdachlose auf der Straße irgendwann und dann. Ja, wobei neulich habe ich erst gelesen, dass ja die lustig ist ja die Saskia Esken von SPD, die Vorsitzende, hat ja gesagt, nach, machen wir hier so unseren Lastenschnitt, also wie die 48, sonst nach dem Krieg, dass man erstmal die Reichen erstmal komplett erstmal mit Geld abnimmt, sozusagen, oder fast abnimmt. Kann man drüber nachdenken, weil dann haben alle wieder die gleiche Chance für mich. Ja, aber das ist auch schwierig. Also. Natürlich ist es schwierig. Natürlich, egal wie du es machst, es gibt immer weiterhin Gewinner und Verlierer der Krise. Egal wie du es machst. Ja. Nächster Streitpunkt sind die Kita-Gebühren. Also es ist ja jetzt so, dass es Notbetreuung gibt und dass der Monat April in Sachen Kita-Gebühren erlassen wird. Nun gibt es aber Stimmen, die sagen, ja, also warum wird denn das nicht für alle erlassen? Also auch für die Kinder, die in Notbetreuung sind. Weil das sind ja schließlich die, die in diesen wichtigen Berufen sind und die haben ja sowieso schon so viel um den Kopf. Und dann müssen die dann auch noch abends Hausaufgaben mit den Kindern machen, weil so jetzt, wenn es darum geht, dass sie im Hort sind oder keine Ahnung. Also das ist jetzt nur wieder päpstlicher als der Papst. Also für die Leute, die nicht ihre Kinder in die Kita geben können oder im Hort geben, ist natürlich klar, dass dann die ab die Kita, wie heißt das? Kita-Gebühren freigestellt. Und die anderen, die werden doch betreut. Es sind doch Leute da, die betreut werden. Und die müssen auch bezahlt werden. Und dementsprechend haben die auch ein Recht, auch den Leuten die Kita-Gebühren abzunehmen. Erstens das und zweitens muss man ja auch sagen, dass die, die jetzt keine Betreuung haben, egal ob die jetzt bei denen zu Hause sind oder bei Oma vielleicht doch, keine Ahnung. Aber egal wer, die haben jetzt auch mehr Kosten. Die müssen jetzt jeden Tag Mittagessen machen. Die müssen jetzt irgendwelche Spielsachen nicht anschaffen oder weiß ich nicht. Also die haben ja auch erhebliche Mehrkosten zu Hause. Ja, ja. Die höher sind aus meiner Sicht als, das kann ich nicht sagen, weil das Essen ist billiger in der Kita. Aber wenn die jetzt mal die ganzen Kita-Gebühren, also da kommt schon einiges zusammen und deswegen. Ich finde es richtig, dass er das auch das einheitlich gemacht hat in Brandenburg. Natürlich gibt es natürlich private Träger, die sagen, oh, wir nehmen erstmal trotzdem. Ja. Aber das ist halt ein privater Träger, da ist das. Kann ich erstmal mein Bierchen vorstellen? Bitte. Ich habe heute mitgebracht. Schreckenskammer. Ein Kölsch. Deswegen auch das Bierglas. Ja, da muss ich ja. Das ist ja gar nichts, wenn du den Leuten. Ja, das ist ja nur ein Frühkölsch, das ist ja eine andere Firma, aber das ist ja. Ja, eine Schreckenskammer Kölsch-Bierglas habe ich, glaube ich, nicht so wohl gefunden. Ja. So, ich gieße mal ein und du kannst dir dann den Schriftzug dann dazu vorlesen. Aber gerne doch. Also das finde ich schon mal cool. Das ist schon mal ein Name, der mal außergewöhnlich ist für ein Bier, oder? Schreckenskammer. Look, das wird hinten sehr erklärt. Oh, guck mal, ist das nicht schön. 1442, eines der ältesten Kölsch der Stadt, beschert jedem Kölsch-Liebhaber einen besonderen Genussmoment. Hier sind gerade meine Arbeitszettel verschworen. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Henkersmahlzeit gereicht und trägt seither diesen Namen, ein kräftiges, vollmundiges, hochvergorenes, schrecklich leckeres Kölsch. www.schreckenskammer.com. Das ist jetzt aber ein schlechtes Omen, wenn du jetzt dieses Bier trinkst, muss ich ja mal sagen. Wieso? Ja, auf dem Weg zur Henkersmahlzeit. Naja, gibt's ja ein Abo. Ja. Also, es ist, ich würde das dann nehmen, das ist heute frisch abgewaschen. Das? Was du letzte Woche schon hattest. Es ist frisch abgewaschen. Frisch. Also, ich muss sagen, du kennst ja eher so ein Kölsch, was so eher so wie, wenn man so trinken kann, wie eine Brause. Und das hat schon einen recht eigenen Geschmack. Finde ich gut. Er hat ein bisschen was Herberes. Ja. Also das kenne ich nicht von einem Kölsch, dass es so herb ist. Ja, deswegen. Also ich finde es außergewöhnlich für einen Kölsch, weil sonst trinkst du das wie so eine Brause. Ja, das ist ein Schreckenskammer. Da kriegt man Schreck, wenn man es trinkt. Und sonst hast du immer, wenn du das Ding im Köln, wenn du da nicht einen Deckel drauf machst, wird dir immer nachgeschenkt. Kriegst immer neu. Und so kann man davon nochmal zwei, drei mehr tun. Sonst ist der Kölsch eher so. Also wird ja bei vielen nicht als Bier bezeichnet, aber ich finde es ganz lecker.
Ja. Hast du denn eine Maske? Ja, eine Gesichtsmaske. Meine Frau ist ja auch gerade am Nähen, wenn ich jetzt spontan finde, wo ich die gerade hier gesteckt habe. In meinen ganzen Taschen. Na egal. Kannst ja gleich kramen. Ich habe nämlich in dieser Woche, es gibt ja diverse, also ist ja auch eine ganz tolle Sache. Es gibt ja jetzt ganz viele Leute, die privat, also nicht Mundschutz nähen, das darf man ja nicht sagen. Nein, ist ja geschützt. Genau. Ja, sondern Gesichtsmasken nähen. Und es gibt in Bärenklau, in Oberkrämer, gibt es eine Gruppe von Frauen, die sich da, kannst du auch gleich mal suchen. Ja, eine Gruppe von Frauen, die sich hinsetzen an ihre Nähmaschine und dann loslegen. Und die habe ich mal besucht und habe mir zwei Masken auch abgeholt. Also wie viele Masken sind das jetzt also hier? Also sind es 90. Ja. Hergestellt haben wir schon über 300. Schon über 300? Ja. Okay. Zeigen Sie mal so, was haben Sie denn so an Motiven? Oder das sind jetzt aus Tischdecken oder was sind das für Materialien? Das ist aus Bettwäsche. Mhm. Und kann man da gut atmen? Naja, wenn man nicht zu laut drunter steht. Und das Schlimme ist, dass die Brille gerne beschlägt. Ja. Okay. Und sind es verschiedene Stoffe oder? Also das ist Bettwäsche, das ist eine Tischdecke, das ist die aus dem ehemaligen Dorfkrug. Ja. Der hat uns so viele Tischdecken gegeben, die können wir stundenlang zerschneiden. Das ist Bettwäsche, das ist auch Bettwäsche. Die Frau hatte eine Pension und hat die Bettwäsche übrig. Sehen Sie, das ist auch der Nachteil, die Hörgeräte verliert man. Also das meiste ist Bettwäsche. Okay. Na, du nicht auf mich hochfüllen. Ich habe Stoffe. Tachchen. Litze. Ja. Garn. Es kommt noch mehr. Nee, Stoffe. Erstmal nicht. Ich ersticke in Stoff. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Und Sie hatten ja die Idee auch nicht alleine, oder? Also die Idee, muss ich sagen, hatte ich alleine, aber... Ich habe mir sofort Rat gesucht bei einer Mittänzerin, eigentlich tanzen wir ja zusammen, die Schneiderin ist. Ich sage, ich habe die Idee, dass wir Masken nähen und die vielleicht für einen kleinen Obolus abgeben oder erstmal für Pflegeheime. Und da hat die Rotraut, meine Schneiderin, eine Maske entworfen und hat mich angelernt. Und dann haben wir beide erstmal genäht. Dann habe ich das der Gundula erzählt. Ich sage, das Geld, was eingenommen wird, müsste eigentlich einen zweiten guten Zweck erfüllen. Und dann haben wir überlegt, wem können wir was zukommen lassen. Und da war am Abend die Sendung über den Tierpark Germendorf. Und da wir so gerne in den Tierpark gehen und unsere Enkel und Urenkel da auch so gerne hingehen, die haben ja sogar ein Abo da oder so ein Heft, wo sie immer hingehen können. Der darf nicht sterben, der Tierpark. Und dadurch, dass wir jetzt das angeleiert haben, dass die Masken für eine Spende abgegeben werden für den Tierpark, sind die Leute motiviert, auch Masken zu kaufen. Obwohl ja noch nicht raus ist, ob wir die jemals brauchen werden, so richtig. Wie viele Frauen sind denn jetzt daran beteiligt? Also wie viele Frauen nähen gerade? Also zurzeit sind es 12, jetzt hat Leonie noch was gesagt. 13, doch. Ja, dann sind es 13 Frauen, die nähen. Wie viele Masken haben Sie schon genäht? 320. Okay, und wie viele sind schon verkauft oder vergeben? Oh, das ist schwer. Wir haben 90 an Pflegeheime gegeben. Und haben 655 Euro Spende eingenommen. Manche spenden sogar ohne eine oder zusätzlich zu den Masken spenden die auch noch. Ja. Warum Tierpark Germendorf? Das war ja so ein bisschen Ihre Idee, oder? Auch? Ja, auf Grundlage auch dieses Videos im Fernsehen oder dem Bericht, dass es eben schwierig ist, dadurch, dass sie keine Besucher jetzt empfangen dürfen und dass ja die Futterkosten und Lohnkosten ja trotzdem da sind. Und zu einer einmalige Attraktion ist bei uns im Dreh, so nah dran, haben wir gesagt, das ist vielleicht was Tolles, mal nicht für ein Tierheim oder so, sondern für den Tierpark und haben aber das dem Tierpark eigentlich nicht erzählt, sondern haben wir gesagt,
wir warten erstmal ab, ob überhaupt Spenden zusammenkommen. Und als wir jetzt gemerkt haben, dass das super anläuft, kam ja dieser Zeitungsartikel. Und heute haben wir das erste Mal mit dem Tierpark Kontakt aufgenommen. Und wann sollen die Spenden übergeben werden? Ja. Das ist. Gibt's da schon einen Termin? Na klar, das haben wir alles schon strategisch vorbereitet. Wir machen das ja wie ein kleines Unternehmen. Also genau. So wie eine gemeinnützige Gesellschaft. So ziehen wir das hier auch. Und voraussichtlich nächsten Mittwoch auch, also den ersten Teil der Spenden. Ne? Die erste Million wird am nächsten Mittwoch übergeben. Und die zweiten 200 Euro gibt es dann zu Pfingsten. Aber mal gucken. Hm? Ist es ein gutes Gefühl, sich so einzubringen in dieser ganzen Krise? Ich finde ja. Was soll man machen jetzt zu Hause? Sitzen und Däumchen drehen? Das ist nicht meine Sache. Ich muss wissen, warum ich morgens aufstehe. Und ich muss ein Ziel haben. Sonst habe ich Ziel tanzen oder Chor oder mich vorbereiten auf die Tanzstunden. Da hat man Ziel, da hat man Profil. Und jetzt fiel mir ein, du fängst an zu nähen. Ist zwar eine uralte Nähmaschine, geerbt von der Großmutter meines Mannes, uralt, zum Trampeln, nicht elektrisch. Und ist anstrengend, Füße tun weh, Rücken tut weh, aber es macht Spaß. Es macht Spaß und dass die Resonanz so groß ist, freue ich mich richtig. Also es soll jetzt eine Maske für mich und eine Maske für meine Mutter, wollte ich mitbringen. Ihre Mutter? Wie alt ist Ihre Mutter? Meine Mutter ist 70. Ja, das ist... Gucken 70. Sie mal, sowas wäre doch für einen Herrn. Würden Sie sowas machen? Ja, das sieht doch super aus. Also, das ist für den Herrn und Ihre Mutter kriegt Blümchen. Sehr schön. Ah ja. Komm ruhig ein bisschen näher ran. Ja, ich komme näher ran. Genau. Na, ein bisschen, mal ein bisschen lockerer, genau. Das ist schön. Ja, nicht so verkrampft. Lass gleich laufen. Ja, okay. So, das ist jetzt also die Maske. Maske für den Herrn. Hier sind die Gummibänder und dann setze ich die einfach so auf. Genau. Schwierig für Leute mit Hörgeräten, ja. Naja, mit Brille ist auch schwierig. Aber ja, so geht's muss man oder? Unter die Brille bisschen, erst die Brille ein bisschen hoch. Passend zum Schal. Ha? So, gucken. Genau. Ey, zum Schal passt das perfekt. Drehen Sie mal Ihren Kopf, junger Mann. Jetzt erkennt man nämlich. Und lächeln. Lächeln ist schwer. Ja, so einer Maske. Ja, okay. Aber an den Augen sieht man. Ja, ich versuche mal zu lächeln, wenn ich die auf habe. Ja, sehr schön. Dann habe ich jetzt sehr gut. So, perfekt. Gibt bestimmte Benutzerhinweise? Genau. Hm? Das ist nämlich die Sache, dass man aufpasst. Ich habe ein paar Mal schon die Hörgeräte darunter gehabt. So, dann hole ich mal kurz. Und weg ist er. Er hat noch gar nicht bezahlt, Omi. Genau. Er hat noch gar nicht bezahlt. Da müssen wir aufpassen. Hm. So, auch hier jetzt kommt... Die Kamera läuft. 10, aha, Euro, yeah. Okay. 10 Euro für den Tierpark in Jahrendorf. Das ist für dich. Eine Maske 10? Danke. Was? Nein, wie war denn der Preis, Frau Martin? Ach ja, stimmt. Wie war denn der Preis? Der Preis war... kein Preis. Spende mindestens 5 Euro. Darf mindestens, auch mehr sein. Mindestens, hat sie gesagt. Mindestens. Ja, Frau Martin, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und tolle Arbeit, die Sie hier leisten. Und ja, weiter so. Und grüßen Sie Ihre Damen. Und ja, das waren Dagmar Martin und Gundula Klatt, die ich im Bärenklau besucht habe. Und das ist meine Maske. Und das ist der erste Versuch damals von meiner Frau gewesen, die auch jetzt so für ihre Arbeit jetzt sozusagen Masken genäht hat. Und das ist jetzt sozusagen das Überbleibsel, weil das noch bei uns zu Hause geblieben ist. Okay. Sie sind noch am weitesten. Schweinchen rosa steht ja aber gut. Ja, ne? Und so dem schwarzen. Ja. Oh. Nur mit der Brille, die beschlägt so ein bisschen. Ja, das ist Zeit. Immer ärgerlich, ja. Nee, aber also vielen Dank. Und ich habe ja dafür 5 Euro bezahlt. Das geht dann an den Tierpark in Germendorf. Die Spende, die haben da schon, das hat sie ja erzählt gerade im Film, die haben da schon ganz viel eingenommen. Und tolle Sache, weil Tierpark Germendorf, die gehen ja jetzt auch in Zahnfleisch. Ne? Ja, gehen so einige so richtig, die auf Spenden angewiesen sind. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, weil ich auch total schön fand, also selbst hier auch die Oranienbauern daneben arrangieren sich jetzt so ganz großartig so für die Tafel und so weiter, also, wenn man so eigentlich so mit so einem Peripher mitkriegt. Hier zum Beispiel hier unser Rewe-Laden hier, der sind ja richtig fett dabei hier bei der Tafel und gehen da richtig und sammeln und spenden und so ganz tolle Sachen. Ja. Ja, muss man mal sagen. Aber so in Sachen Hygiene
Geht es in anderen Läden besser, muss ich mal sagen, als bei Rewe? Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so, oder ich weiß schon etwa. Wobei, ich muss ja sagen, dass ja viele Oranienburger wirklich sehr, 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 sehr vorbildlich sind. Ich war neulich bei Rossmann. Da hast du schön die Schlange, so alle zwei Meter eine Person gesehen. Weißt du, draußen. Und das hat super funktioniert. Da muss ich sagen, also Respekt an die, die sich da, also auch freuen, dass man sich da nicht vordrängelt oder sonst was, sondern ja, man bleibt stehen. Warte, bis der Erste da rauskommt und der Nächste wieder rein darf. Das klingt wirklich gut. Bei DM in Oranienburg ist es ja so, auch so, also wie ja schon in ganz vielen Läden, dass du nur noch mit Wagen rumlaufen darfst. Ja, ja. Damit hast du ja sowieso schon mal so einen kleinen Sicherheitsabstand. Und sind halt nur so viele Leute im Laden, wie Wagen da sind. Und ja. Du hast Klopapier gekriegt. Mensch. Goldstaub. Ostern ist gerettet. Ostern. Und Pfingsten auch. Oh, Mensch, ich habe neulich gelesen, dass ein einziger Mensch 57 Rollen pro Jahr nur benötigt. Wie fasst denn da? Das kommt hin. Also wenn ich das mal so, kommt also eine gute Woche leicht rüber, über eine Woche oder das, 47? Na, das ist vielleicht ein bisschen mehr. Also halt vielleicht 50 bis, also ich habe vielleicht 50 bis 52. Aber ist doch, jetzt hast du schon mal, also dein beste Vierteljahr hast du mir. Ja, na und Mensch. Ich hab noch drei, also nicht drei Packungen, aber drei Rollen noch zu Hause. Sehr schön. Ja. Weil ich auch sehr cool finde, nicht nur, dass du halt jetzt immer mit Wagen benutzt, sondern hast du immer so einen netten Herrn, der dich immer so einweist, ob du den reingehst oder nicht. Das ist ja auch mittlerweile das ist bei DM nicht. Security. Bei DM gehst du rein und musst deinen Wagen erstmal selber putzen. Ja, du hast das bei Rossmann nicht, bist ja auch eine neue Marktlücke, wa? So ein Security jetzt, überall der Security. Und dann hast du dann die christliche Wagen, immer so ein freundliches Hallo. Ach Mensch, das fetzt doch. Ja. Noch ein Diskussionsthema oder hast du was anderes? Nö, ganz anders. Machen wir erstmal weitermachen mit Corona. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Deswegen, machen wir es. Es gibt ja jetzt es könnte demnächst eine neue Handy-App geben, die dich benachrichtigt, wenn du mit jemandem in Kontakt warst, bei dem das Virus nachgewiesen worden ist. Was natürlich zur Folge hat oder was voraussetzt, dass du all deine Daten oder wir alle unsere Daten preisgeben müssen, wo waren wir, wo war gewesen. Ja, vor allem nächstes Jahr, nicht nur, was du sagst, sondern musst du ja auch dann äußern, öffentlich, dass du ja Corona sozusagen hast und dass du dann da mit demjenigen Kontakt hattest, wobei das ja auch wieder Blödsinn. Ja, aber das machst du ja sowieso. Ja. Also das ist ja sowieso, du gehst ja zum Gesundheitsamt. Ja, aber du musst ja dann sozusagen, dann weiß ja jeder Dödel. Nee, das ist ja sowieso, das ist doch sowieso so. Wenn du positiv getestet bist. Dann bin ich ja in Quarantäne. Nee, aber dann musst du ja sowieso sagen, mit wem du Kontakt hast. Ja, das ist klar. Und dann ruft das Gesundheitsamt die Leute ja eh alle an. Ja, ja. Insofern ist es ja fast dasselbe. Ja, stimmt, ja. Ja. Wobei sie ja gesagt haben, dass die Daten ja nicht gespeichert werden, sondern dass sie nur auf den lokalen Festplatten ist und danach ja, nachdem das sozusagen weitergeschickt wurde, ja gleich wieder gelöscht werden. Ja, nach 3-4 Wochen braucht man sie ja eh nicht mehr, die Daten. Also, ja. Also ich finde interessant daran natürlich, dass man dadurch natürlich diese Kontaktsperre ein bisschen lockern könnte. Ja, aber wie sollte das praktisch funktionieren? Wird aufgeblinkt, bing, 100 Meter weiter hängt einer der... Nee, du kriegst, nein, nicht so. Die Nachricht kriegst du, wenn jemand positiv getestet worden ist und dann werden die Daten gecheckt. Ja. Dann wird dessen Handydaten werden gecheckt und dann werden alle, die in einem bestimmten Zeitraum mit dir irgendwie zusammen waren, zum Beispiel neben dir in der Arztpraxis gesessen hat, das erkennen die ja, der kriegt eine Information. Ja, das ist eigentlich... Jetzt im Grunde auch schon, ist nur aufwendiger. Jetzt, ja. Eigentlich wird eine ganz schnelle, ganz viele Sachen schneller gehen, ja. Gibt es eigentlich was, der dagegen spricht eigentlich? Also das BZ habe ich eigentlich nicht gesehen. Na, Datenschutz. Ja, die sagen ja auch, haben wir gesagt, wenn es jetzt so sein sollte, dass nirgendwo festgespeichert werden würde, dann könnte man ja damit konform gehen. Soweit ich das mitgekriegt habe. Tja. Hast du denn schon mal Essen bestellt in letzter Zeit? Ja, Pizza. Pizza? Pizza. Und wie lief's? Super. Per Online bezahlt, erklärt, wo er hinstellen soll. An die Klingel, weg war er. Ich hab nur einen Pizza geholt, war gut. Cool. Ja, hat prima geklappt. Ist natürlich ein Trinkgeld jetzt ein bisschen doof, ne? Ja, das ist natürlich eher mau. Ja. Ich war, also es gibt, jetzt wäre ja, ist ja Spargelzeit. Ja. Und jetzt wäre es ja so, dass in Kremmen auf dem Spargelhof und auf vielen anderen Spargelhöfen natürlich auch die Restaurants öffnen würden. Knackedicke voll wären. Richtig. Mal so.
Ist natürlich verboten, kein Restaurant öffnet. Spargel gibt es natürlich trotzdem. Aber die in Krem haben sich was ausgedacht und haben jetzt einen Spargel-Drive-In eröffnet. Cool. Das heißt, du fährst dahin und bekommst, McDonald's, ja, du bekommst deine fertige Spargelportion in so einer Verpackung und kannst es dann nach Hause mitnehmen. Also mit Schnitzel, mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise kriegst du auch. Ja, das ist dann halt durchgeweicht drin. Ob das so ist, ich habe es ausprobiert. Ja, so wie alle anderen Lokale durften, darf natürlich auch der Spargelhof in Kremmen sein Restaurant nicht eröffnen, aber es gibt einen Spargel-Drive-In. Ja, und wie der funktioniert, das werde ich jetzt mal testen. Ah. Ich sehe schon, da ist ein Zelt und da hält man an und dann kriegt man, glaube ich, was man möchte. Schauen wir mal. Hallo. Ich hätte gern einmal Spargel mit Schnitzel und Kartoffeln, bitte. Soße dazu? Ja. Hollandaise? Hollandaise. Kommt noch was dazu? Das war's, danke. 16,95. Danke schön. Danke auch. Bei die nächste Fenster. Okay, danke. Guten Appetit. Dankeschön. So, jetzt ist bezahlt. Jetzt fahre ich zum nächsten Fenster und da bekomme ich dann, genau, hier steht auch Ausgabe. Und ja, der Spargel wird jetzt in so eine Assiette gelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Besteck bekomme. Ich glaube nicht. Ah, die Soße kommt extra, offenbar. Der Typ sieht ein bisschen aus wie Casper. Der das gerade zubereitet und in die Tüte legt. Hallo. Hallo. Dankeschön. So, riecht auch schon gut nach Spargel. So. Ja, und damit geht's jetzt nach Hause. Und die Frage ist, hält das jetzt 20 Minuten lang warm? Das werden wir jetzt mal testen, wie es denn dann zu Hause schmeckt. Also bis gleich. So, 16.44 Uhr, na, es sind jetzt so 26, 27 Minuten vergangen. Das ist es, ich packe das jetzt mal aus. Ich weiß ja auch tatsächlich gar nicht genau, was drin ist. Hier ist die Sauce Hollandaise. Tüte von innen, ziemlich beschlagen. Ich habe ja gehört, dass man beim Spargelhof den Test gemacht hat und das mal eine halbe Stunde lang hier drin gelagert hat, um dann mal zu sehen, wie es schmeckt. Und angeblich soll es ja immer noch qualitativ gut sein. Also es sieht zumindest mal gut aus. Das zeige ich euch jetzt mal. Das sieht dann so aus. Also das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich mache hier mal auf. Hier ist die Sauce Hollandaise drin. Ja, also ich finde das völlig in Ordnung. Ich kann es jetzt nicht so richtig beurteilen, ob die Portion jetzt größer ist oder nicht. Ist natürlich jetzt, dieses Ding ist natürlich jetzt hier so relativ klein.
Aber ich mache jetzt hier mal die Soße Hollandaise, die ist jetzt natürlich so ein bisschen bröckelig. Also nicht bröckelig, aber naja, hat nicht so. Na doch, war obendrauf so ein bisschen hart geworden. Aber das geht. So. Jetzt teste ich mal den Spargel. Welche Konsistenz? Der fühlt sich immer noch. Ja, also ist nicht mehr ganz so heiß, aber immer noch gut warm. Ebenso die Kartoffeln. Und jetzt noch das Schnitzel. Auch warm. Also muss ich sagen, das kann man so machen. Ist jetzt nicht so nett wie im Restaurant. Ich mache mal das Schnitzel hier daneben. Aber es ist okay. Kann man machen. Deshalb Test eigentlich bestanden. Und ja, das ist übrigens mein erster Kremner Spargel in diesem Jahr. Und da wünsche ich doch jetzt mal guten Appetit. Prima! Ja. Also, das, da habe ich gestaunt, muss ich sagen. War denn eine Schlange, eine lange Schlange denn? Nee. Also ich war nachmittags um 4 war ich da. Da war gar keiner vor mir. Ich bin ja also es war einer, der ist dann aber gerade weggefahren, als ich okay, das ist ja, anfang. Das ist ja super, wenn du als Politiker. Ich war neulich mal bei McDonald's vorbeigefahren. Die haben ja echt eine riesen Schlange dran, also wobei ich bei Mini gewesen. Also die haben ja recht durchfahren, ganz vergessen die 96. Und haben eine riesen Schlange, da waren noch Fußgänger da drin, die sich dann auch den Drive-In-Essen geholt haben. Fand ich, ich weiß nicht so toll, aber also das finde ich schon wieder spannender. Also, ich habe neulich irgendwo im Fernsehen gesehen, hat ihnen eine Bäckerei einen Drive-In gemacht. Ja, das zeigt, in der Tagesschau. Ja, genau. Das ist eigentlich eine klasse Idee. Prima. Also man ist so eine Corona-Krise, kann auch was Innovatives bieten. Ja, aber also dann sollte man nicht. Wäre schon schön, wenn man weiter in den Laden könnte. Ja, nichtsdestotrotz so ein Drive-In, aber es ist ja auch aufwendig. Also ja. Den bräuchte man auch nicht, wenn jetzt. Weil ich finde es ja auch gut, dass man diese Pappbecher, Pappverpackung hat, weil es ja auch wie umweltfreundlich ist. Ja, also ich muss da, ich weiß nicht so genau, was für ich. Es war halt nicht diese übliche Styropor-Sache und es war auch nicht. In Frohnau gibt es einen guten Burgerladen, wo ich mir ab und zu mal einen Burger hole. Und die haben auch so eine richtig tolle Pappverpackung und da hält der Burger auch richtig schön warm. Stichwort Frohnau. Ich bin neulich zwischen Frohneuendorf und Frohnau gefahren. Ja, kennst du den Weg da rein, mhm. Richtung Pilz? Und was sehe ich? Auf der linken Seite hat ihn da seinen Hausmüll abgestellt. Und? Hast du ein Foto gemacht? Und natürlich. Sehen wir jetzt. Ach. Ja. Aber hoffentlich geschwärzt, dass man den Typen nicht sieht. Den sieht man natürlich nicht. Das sieht man seinen ganzen Hausrat, den er da gestellt hat. Vom Bett, Bettgestell, über den Kühlschrank, über Teppich, alles voll gewesen. Und es ist ja nicht so, dass man ja daneben. Hast du dem irgendwie signalisiert, dass du ihn siehst? Nee, jetzt? Nee, es war keiner da, der es gesehen hat. Ich habe gesehen, dass es abgestellt war. So. Ach so, du hast nein, nicht gesehen, wie jemand. Nein, weil das ist eine Kuriose, weil du weißt ja eigentlich zwischen Straße und wo es abgestellt hat, eigentlich noch eine Senke, wo dann ganz viele Bäume stehen. Also das einfach dahin zu karren, ist echt aufwendig. Dass du diese Absperrung, also die natürlich. Hast du wenigstens irgendein Amt informiert? Krasse war ja, wie gesagt, das war am Dienstag. Donnerstag war erst die Hälfte davon verschwunden und Freitag war das komplett weg. Ja, dann haben sie schnell reagiert. Echt krass. Ja. War ich, also muss man sagen, manche denken sich auch in ihren Corona-Zeiten und in aus gewöhnlichen Situationen kann man machen, was man will. Gab es eigentlich in Corona-Zeiten April-Scherze? Ja, habe ich einen gesehen. Ja, es gab einen, den fand ich aber extrem doof, ehrlich gesagt. Mit der Druckebrücke? Ja, da fühle ich daneben. Ja. Und vor allem, das war so leicht zu durchschauen. Also, sehr aufmerksame Zuschauer, beziehungsweise die hier in der Gegend wohnen, wissen es ja eh. Also es gab in Oranienburg die Dropenbrücke, die lange ein und ein Vierteljahr gesperrt war und jetzt neu ist und wieder befahrbar ist. Und die Stadt Oranienburg hat auf ihrer Facebook-Seite am 1. April veröffentlicht, großer irgendwie Betonfehler. Der falsche Beton wurde benutzt. Ja, und deswegen, bei der Beton in der Tat scheiße ist, möchte ich an der Stelle mal sagen, wie fährt sich das nicht schön über die Brücke? Ist so komisch rau und leicht rumpelig. Das ist ja nicht der Beton, das ist der Asphalt, der da oben drauf ist. Naja, oder? Wie auch immer. Wie auch immer. Ja, genau. Jedenfalls muss die sofort gesperrt werden und alles wieder neu und überhaupt. Und ja, ich habe sehr gelacht. Und es ist auch keinem wirklich aufgefallen, dass es kein April-Scherz war. Ja, nee, ich fand's auch.
Ah, ich finde es auch irgendwie. Naja, wie will man denn zu Corona-Zeiten nicht noch einen vernünftigen Scherz? Ja, dann soll man es einfach lassen. Dann hätte man es lassen sollen, hast du recht, ja. Und es gab. Ja, also ist das. Ja, also, ja, ich finde mal, dann soll man es lassen und ich fand es auch. Ich fand es wirklich doof. Ja, aber vielleicht. Ist an mir wirklich, vielleicht gab es ja Leute, die gelacht haben. Ich hab, ist an mir vor. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Hast du uns ein Buch mit über? CD, sonst hier. Ich habe eine CD mit über! Und zwar, muss ich ja Marcella rausholen? Und zwar The Wild. Mit Ausrufungszeichen. Ganz wichtig. Mit I? Ja. Wild, genau. Mit Ausrufungszeichen. Still Believe and Rock and Roll. Da ist ja schon der Name Programm. Drittes Album von den Kanadiern. Die spielen Rock'n'Roll zwischen AC/DC, Rose Tattoo, Social Distortion. Also volle Möhre Rock'n'Roll. Und das Ding ist wirklich großartig. Das fetzt wirklich durch die Bank weg. Nur 38 Minuten Spielzeit, aber die kommen dir die 10 Minuten vor. Die peitschen da durch mit schön schlautenlosen Rock, mit Gitarrenbrett vorm Herrn. Und das Ding ist wirklich toll. Die Band gibt es erst seit 2012, aber mittlerweile schon das dritte Album in 8 Jahren. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Und sie haben halt gesagt, der Sänger Dylan Villian, in einer Zeit, in der unsere Genre so verloren wie nie erscheint, bleiben wir auf Kurs. Und damit hat er recht. Voller Möhre, Rock'n'Roll, The Wild, Still Believe in Rock'n'Roll. Ein Spieltipp? Habe ich mir gerade nicht umgeschrieben. Bei 38 Minuten ist ein bisschen schlecht, aber kann ich gerne mal einen Schnitt hinterher sagen. Mann, das, wie gesagt, das Ganze, das ist ja nicht so, ist nicht so wie eine Single, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt das Lied. Da geht es komplett von ersten Note bis zur letzten Note durchweg. Cool. Rotzig. Dreckig. Ja, rotzig und dreckig habe ich mich auch gefühlt letzten Sonntag. Letzte Folge Lindenstraße ging über die Bildschirme. Auf Wiedersehen hieß die Folge. Und ich muss tatsächlich sagen, es hat mich dann doch wirklich mehr erschüttert, als ich dachte. Weil du das nicht gesehen hast, was kommen wird, oder weil es wirklich die letzte Folge war? Weil es wirklich die letzte Folge war, weil es wirklich so dann auch klar war, es ist Schluss. Also man muss sich das mal vorstellen, ich kenne die Lindenstraße länger als dich. Und ich kenne dich jetzt auch schon 33 Jahre. Also ja. Die Lindenstraße begleitet mich jeden Sonntag, seit ich 7 Jahre alt war. Also seit meiner frühesten Kindheit. Und jetzt halt festzustellen, dass es das nicht mehr gibt, ist, auch wenn es nur eine Fernsehserie ist, ist es eine krasse Erfahrung. Also gab es dann so ein offizielles Ende? Also dass man es sagt, gab, dass na, so sie haben, in die Kamera oder nö, na, mehr oder na, indirekt. Also sie haben halt in den letzten Wochen nach und nach alle Geschichten abgeschlossen. Es gab noch eine offene Geschichte, die sie dann auch beendet haben. Und war Benny nun in der Sendung? Nee, das war ja schon. Ach, das war schon. Das Ende der Serie war, dass Mutter Beimer ihren 80. Geburtstag feiert. Mussten da noch ein paar Dinge geklärt werden, egal. Und es war so, dass Klaus, ihr Sohn, hat alle Bewohner nach und nach, kamen die ins Akropolis oder vors Akropolis. Klaus hat die alle nochmal begrüßt und sie dann in das Akropolis geschickt. Ja. Was das heißt, dass in dieser Folge nochmal wirklich alle vorkamen, die aktuell mit zum Team gehörten. Und ganz am Schluss ging auch Klaus rein. Und dann kam Mutter Beimer aus der Lindenstraße, also ihrer Haustür, und ging noch einmal durch die Straße durch. Das erinnert mich. Und hat sich nochmal so überall umgeguckt. Und dazu eine Musik. Also ich muss ehrlich sagen, hat es mich echt zerrissen. Und dann guckte sie sich noch ein letztes Mal um, ging ins Akropolis, da hing dann so die 80 über der Tür. Sie ging rein und dann war Schluss. Also man hat auch nicht mehr, ist auch nicht mehr mit reingegangen. Man hat nur noch sie singen. Und dann gab es einen Schwenk aus der Straße nach oben. Und plötzlich hat man diese Straße innerhalb von München gesehen. Cool. Also haben sie tricktechnisch toll, so gemacht. Das haben sie noch nie gemacht. Also München hat ja sonst bis zu, also das haben sie erst vor einem Jahr ungefähr, dass sie immer mal München gezeigt haben. Ja. Aber so haben sie es noch nie gemacht. Und das war schon, das erinnert mich, ein sehr emotionales Ende. Total, so ähnlich hatte ich das schon mal gesehen. Und zwar bei der letzten Bill Cosby Show. Da gab es in der letzten Staffel so einen Running Gag, da war immer die Klingel kaputt. Und in der allerletzten Folge wurde nochmal auf, alle kamen dann nochmal, sich nochmal verabschieden.
hat dann irgendjemand die Klingel gedrückt und dann hat die irgendwie funktioniert, hat dann auf der Melodie gespielt und hat dann hier Bill Cosby und seine Frau dann durch den Tanz, sind die da durchgetanzt. Da haben sie somit sozusagen durch die komplette Serie nochmal durchgetanzt. War auch ein schöner Abschluss. Da muss ich sagen, das war auch der Reibuch, ich weiß nicht, war Ende, das Ende, Mitte der 90er, ja. Fand ich auch einen tollen Moment. Ja. Aber nicht zu vergleichen natürlich mit der Lindstraße. Das muss man auch erstmal schaffen, eine Serie 34 und ein Vierteljahr laufen zu lassen. Und ja, warte mal, gute Zeit, schlechte Zeit sind ja auf einem guten Weg. Das stimmt. Promi-Geburtstag der Woche. Ja, da hast du dich aber ja schon. Ja, ich habe mich letzte Woche schon wieder geirrt und habe die vom Montag auf den Sonntag gelegt. Ja. Deswegen kommen jetzt zumindest bei mir drei Namen, die letzte Woche schon mal genannt wurden. Ja, fangen wir an. Und zwar Christoph M. Ort, genau. Der Schauspieler ist 60 geworden. Dann haben wir Robbie Coltrane, den du nicht kanntest, ist 70 geworden. Und Eric Clapton ist 75 geworden am Montag. Und dann ist noch John Erskine, der Schauspieler, 90 geworden. Am Dienstag, 45 geworden, ist die Schauspielerin Bettina Zimmermann. Genau. Und der Sänger von den Blues Travelers, Papa Chubby, ist 60 geworden. Und die Legende an der Gitarre, Angus Young, mit 1,57 Energiebündel hoch 10. Ja, 65 ist er geworden, Inges. Von und ACDC. Am Dienstag 85 geworden ist Herb Alpert. Ja, das kann ich nicht. Den Namen wirst du nicht kennen, aber wenn du auf YouTube mal Herb Alpert eingibst, dann wirst du sofort wissen, was das für einer war. Der hat ähnlich wie James Last so Orchestermusik gemacht. Und es war so der typische 80er-Sound. Wenn du das mal sie anhörst, wirst du garantiert ganz viel kennen, was er gemacht hat. Mittwoch habe ich keinen. Mittwoch habe ich Wrestler Randy Orton aus der dritten Generation, ist 40 geworden. Und der Sänger von Woolbeat, Michael Paulsen, der hat immer so eine schöne Elvis-Locke, der ist 45 geworden. Jetzt kannst du mit... Und? Nee, das ist schon Donnerstag. Da kommen wir zu der nächsten Legende am Donnerstag. Ja. Georgina Fleur, bekannt aus dem Dschungelcamp, ist 30 geworden. Ja, jetzt kommen wir zur wahren Legende. Jürgen, Onkel Jürgen, ist 75 geworden. Jürgen Drews. Geboren in? Keine Ahnung. Nauen. Nein. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Leona Lewis ist am Freitag 35 geworden. Ja, dann sind wir schon durch mit Freitag. Am Sonnabend. Robert Downey Jr. ist 55 geworden. Der Schauspieler Armin. Armin Rohde. Es gibt Armin und es gibt Armin. Armin ist glaube ich, der von den Beatsteaks, nämlich. Nee, das ist überhaupt so, diese zwei verschiedenen Namen. Keine Ahnung. Ist. Der ist jedenfalls Armin und heißt Rohde, 65 geworden. Genau. Und heute, Sonntag. Immer noch am Sonntag. Der grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit ist 75 geworden. Ist an mir vorbei, ja. Am Sonntag, die fesche Blonde von ABBA ist 70 geworden. Agnetha. Felskrog. Oder ja, Felskrog. Felskrog. Und Movistar. Harpo ist 70 geworden. Auch 70. Drei, also erstmal auf jeden Fall zwei Todesfälle gab es in dieser Woche. Ja. Rüdiger Neberg, der Survival-Experte, wie er mal, ich habe erst neulich wieder so einen alten Kalkofer-Ausschnitt gesehen, wie er irgendwie in irgendeinem Wasser und dann irgendwelche Gräser gefressen hat. Ja. Dann habe ich, und zwar, den wirst du dich kennen, Adam Schlesinger, der ist der Sänger von den Fountains of Wayne, der war eine Band zu so Anfang der 2000er, recht erfolgreich, so Pop-Punk-mäßig. Und der ist jetzt mit 52 Jahren Corona verstorben. Barbara Rütting, Schauspielerin, ich weiß nicht, ob auf jeden Fall Politikerin, Autorin, Journalistin, ist auch gestorben. Ach, dann habe ich mir den Namen, weil das habe ich gerade erst im Radio gehört, auch so ein Musiker mit so einem relativ bekannten Song. Aber naja. Musik. Ja, ich weiß auch, was du anspielst. Na, bitte? Bestimmt auf den alternativen Eurovision Song Contest. Also, es gibt ja dieses Jahr keinen Eurovision Song Contest. Den offiziellen. Keinen offiziellen und daran wird auch so ein bisschen Kritik laut, zu Recht. Also, dass man sich nicht mal die Mühe gemacht hat zu sehen, wie, ob man denn irgendwas alternativ auf die Beine stellen könnte, ob man in den einzelnen Ländern, ob man einfach nur die Videos zeigt. Ich meine, es ist nicht das Gleiche, das kriegt man nicht hin, aber dass man irgendwas macht, um den Leuten zu sagen, hey, wir machen trotzdem was. Wir sind trotzdem da. Sie machen auch was und zwar eine Veranstaltung, die heißt Europe Shine a Light. Die läuft dann auch an dem Abend, an dem der ESC gelaufen wäre. Die ARD überträgt das auch. Und was genau der Inhalt sein soll, weiß man noch nicht. Es ist nur klar, dass sich alle Länder in irgendeiner Art und Weise präsentieren können. Allerdings nicht komplett, weil jedes Land hat irgendwie nur 2 Minuten oder so. Das heißt, da wird nicht kein ganzer Song reinpassen. Nun dann doch Punkrock-Songs. Schön knackig durch die Peitsche. Gibt es beim ESC nicht. Warum nicht? Wieso? Metal war doch schon da. Ja, hat der gewonnen. Ja.
Und es gibt jetzt was Neues. Stefan Raab ist jetzt plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht und hat den Free European Song Contest ins Leben gerufen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja. Es gibt noch keine näheren Infos dazu. Was ich aber gehört habe, ist, dass Stefan Raab auch ursprünglich, also es war wohl so, dass der ARD, also der ARD-Verantwortliche für den ESC hatte eigentlich eine Idee, die er an die EBU weitergeleitet hat, aber die wurde nicht angenommen. Und an dieser Idee war wohl tatsächlich Stefan Raab mit beteiligt. Und es kann gut sein, dass das jetzt das ist, was er trotzdem macht. Ja. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, und da hoffe ich auch, dass sie da nochmal rangehen, dass es am selben Abend stattfinden soll, wie nun diese Ersatzveranstaltung vom Eurovision Song Contest. Also ich finde das dann ein bisschen blöd, dass man das dann am selben Abend macht. Also ProSieben hat getwittert zu dem Teil. Eil, Stefan Raab und ProSieben rufen einen neuen freien europäischen Songwettbewerb ins Leben. Der Free European Song Contest. Ja, aber steigt am Samstag. Aber ehrlich gesagt, was soll denn da passieren? Da steht dann wahrscheinlich auch wieder einer, der dann irgendwie per Webcam zu irgendjemand schaltet. Das wird im Endeffekt ähnlich sein, denke ich mal, so wie der Bundesvision Songcast. Also irgendwelche. Naja, aber das kann ja. Es kann, ja, aber es ja, kann wird ja noch in so einer. Wie gibt ja momentan ist ja gerade in, dass man ja Konzerte spielt, wo keine Zuschauer sind, so per Web. Ja gut, das kann man aber dann nicht selten live machen. Ja, na wieso? Gibt ja auch jetzt so zum Beispiel Kadaver, eine Band aus Berlin, die hat neulich jetzt gestern oder vorgestern live auf Facebook ein Konzert gespielt. Ja, das war auch schon relativ aufwendig. Auf der Arte-Seite. Ja. Großartig. Und da kannst du dann, wird dann vielleicht so schalten, so über Skype so eine kleine Schalten geben. Es gibt übrigens, hast du die mal gesehen, auf Vox, Mittwochabend, die Sendung mit Mark Forster. Live aus der Forsterstraße? Ja, wollte ich mir angucken, aber meine Frau hat... ist überraschend gut. Das Schöne an der Sendung ist, also habt ihr immer, wie heißt denn das bei Vox? Sing mein Song? Ja, ja. Es ist eigentlich so ähnlich, weil Mark Forster nimmt mit den Leuten, die er da mal live in die Sendung holt, nimmt er im Laufe der Woche immer Songs auf. Und die zeigen sie dann. Also die singen sie nicht live, weil Klänge nicht gut, aber sie haben das aufgenommen und zeigen dann einen Clip. Da sind teilweise tolle Sachen bei. Ich finde sowieso, dass man mittlerweile auch ohne sich überhaupt zu sehen Songs aufnehmen kann. Da sind manche Alben so entstanden. Die Leute kennen sich nicht und machen Songs miteinander, wie damals Ronan Keating und Janet Biedermann. Haben sie nie vorher gesehen, haben einen Song gemacht und einen Top-Ten-Single gehabt. Wir sind am Ende. Ja. War wieder eine lange Sendung. Echt? Ja. Wir waren nie mehr 30 Minuten stehen geblieben. Also ich sehe allein hier schon 40, also wir werden sicherlich 55 Minuten lang sein oder so. Naja, das wird auch mal halt. Ja, aber egal. Egal. Und es gibt auch noch einen Rausschmeißer, wenn du denn dran denkst. Ich glaube, heute ist es ein bisschen besser als letzte Woche. Der mir auch persönlich wichtig ist. Und zwar ist in diesem Monat, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, ist ein guter... es ist jemand gestorben, Ulf Gruber. Aus Beetz, einem Ortsteil von Kremmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein guter Freund von mir war, aber es war jemand, der mir immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, mit dem ich mich dann auch gut unterhalten habe und den ich kennengelernt habe über die Open Stages, die ich in Kremmen moderiert habe. Da ist er aufgetreten, hat tolle Musik mitunter gemacht. Ich habe ihn noch im Mai letzten Jahres bei einem Bandwettbewerb gesehen, dass er mit Yannick aufgetreten, der auch bei uns in der Sendung war. Und der ist jetzt gestorben nach einer längeren Krankheit. Ich glaube, keine 55. Und ich habe ihn das letzte Mal spielen sehen bei diesem Bandwettbewerb im Mai letzten Jahres und dann auch noch Tears in Heaven. Ob er zu dem Zeitpunkt schon was wusste, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch egal. Mit diesem Song, den wir so teilweise anspielen, möchte ich mich von ihm verabschieden. Und die Beerdigung, die, glaube ich, eigentlich gestern stattgefunden hätte, ist auch verschoben worden. Also, weil sich wahrscheinlich auch relativ viele Leute von ihm verabschieden wollen. Und ja, dass wir ihn nochmal einmal hören, hören wir mal rein. Tears in Heaven mit Yannick und Ulf. Und was war das hier? Keine Wochen schon. Genau. Habt eine gesunde Woche. Tschüss, ja. Bleibt gesund.